Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute zeige ich euch die leckerste Soße, die ich bisher im Thermomix gemacht habe. Und zwar geht es um eine Rahmsoße, die passt zu Geflügel, die passt zu Nudeln, zu Kartoffeln. Ja, ich finde, die passt zu allem. Wir wollen dann auch direkt loslegen. Ihr braucht eine Zwiebel, 15 Gramm Tomatenmark, 25 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl, 300 Gramm Wasser, 200 Gramm Sahne, einen Teelöffel Gewürzpaste oder anstelle dessen einen Brühwürfel, wie ich es jetzt hier gemacht habe, einen halben Teelöffel Paprika Edelsüß, einen Esslöffel Sojasauce, einen halben Teelöffel Salz und eine Prise Pfeffer. Das Ganze ist super einfach zuzubereiten. Ihr gebt zunächst die Zwiebel in den Mixtopf, die sollte halbiert sein, und die wird dann 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Ja, im Anschluss mit dem Spatel die Zwiebel kurz so ein bisschen runterschieben und ja, ihr seht, ich bin immer wieder begeistert. Der Thermomix zerkleinert innerhalb von ein paar Sekunden Gemüse, auch härteres Gemüse, super klein. Ja, ich finde das einfach klasse. Ihr könnt das noch mal sehen. Im Anschluss gebe ich dann jetzt noch Tomatenmark und Butter in den Topf. Das Ganze wird dann ohne Messbecher, das ist echt wichtig, weil da wird ordentlich Dampf produziert. Ohne Messbecher 3 Minuten auf 120 Grad und Stufe 2 gedünstet. Wenn das passiert ist, gebe ich das Mehl noch dazu und ja, das Ganze wird dann nochmal eine Minute auf 100 Grad und Stufe 2 erhitzt. Ja, und jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, wo alle restlichen Zutaten dazu kommen. Also erstmal Wasser, dann noch Sahne, die Gemüsebrühe, ob jetzt selbst gemacht oder eben auch ein Brühwürfel, die anderen Gewürze, Sojasauce etc. Und das Ganze wird dann 10 Sekunden auf Stufe 8 erstmal vermischt und dann 10 Minuten auf 100 Grad und Stufe 2 erhitzt. Ja, und jetzt wird das Ganze nur noch püriert und zwar 10 Sekunden lang, erstmal auf Stufe 5 und dann schrittweise auf Stufe 8 noch erhöht. Dann wird die Soße richtig cremig und samtig. Ich kann sie euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Wir sind total begeistert. Die ist echt mega, mega lecker. Das Rezept stammt übrigens aus einer der Kollektionen, die man ja über den Cookidoo und halt über die Vorwerksseite einsehen kann. Und ja, wir haben die Soße dann gegessen mit Kartoffelpüree und Erbsen. Zum Kartoffelpüree gibt es übrigens auch ein Video, das verlinke ich euch jetzt nochmal. Ja, und dann hoffe ich, hat euch das Video hier gefallen. Ihr lasst mir einen Daumen oben da und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch schmecken. Bis dann. Tschüss.